kann ich mir statt der Pilze auch alternativen Döner bestellen. Ist das das hier? Hinten nur noch einer, der schon irgendwie umgerungst war von dem Container. Als ob ich jetzt hier Pilze esse. Ich glaube, ich hack's wohl. Dönerlieferung ist schon unterwegs hierher. Fliegende Klopapierrolle. Das Fass, das schmeißen wir dann runter. So gibt es hier noch mehr Pilze, die ich hier einsammeln muss. Kann natürlich auf dem Weg bis dahin aber schön ein bisschen hier rumrandalieren. Das kommt ja immer gut an bei dem Spiel. Immerhin 37% schon geschafft. So, wo ist hier noch ein Pilz? Und die Matratze mit der Axt klein hacken. Na, ich bin halt so ein bisschen im Meckermodus scheinbar, weiß auch nicht warum. Das Zeug schmeißen wir jetzt mal so durch die Gegend. Bumm. Schön die explosionsgefährdeten Sachen durch die Kante schmeißen. So, wo ist jetzt hier noch ein Pilz? Ah, dort steht einer. Aufgaben abgeschlossen. Jetzt gibt's Pilze. Ja, wie gesagt, lieber Döner. So, jetzt können wir hier mal sauber machen. Mal gucken, was hier noch so alles reinpasst in den Container. Wie weit man den hochstapeln kann. Der Rest hier, das ist glaube ich alles dann gemischt hier. Hm? Das ist auch noch Müll. Restmüll. Okay. Nee. Wetten, dass die Containeröffnungen von der Schiene abgewandt sind, wenn ich jetzt hier einen gemischten Container baue. Einen getrennten. Nee, doch nicht. Glück gehabt. Aber dass dieser Container innerhalb der... Es wird knapp, ne? Aber es dürfte, glaube ich, innerhalb dieser... Na, wie nennt man das? Des Lichtraumprofils sein. Der beschreibt, welcher Bereich um ein Eisenbahngleis frei sein muss, um da einen gefährdungsfreien Betrieb zu ermöglichen. Das bedeutet natürlich auch unter Umständen bei überbreiten Wagen, dass da vielleicht, die es ja auch manchmal gibt, so bei Schwertransporten oder sowas, dass dann Gleise gesperrt werden müssen. Ding erstmal voll mit dem Zeug, was hier draußen rumliegt. Dann macht es nämlich für Wanderer, die hier zufällig dran vorbeikommen, einen ordentlichen Eindruck.
drei Dinge, die vier. Das muss dann alles noch rein, ne? Oh. Die hätten echt für das gelbe Zeug hier, für Plastik und Metall, den hätten sie echt ein bisschen größer designen können. Oder nur einen großen für blau, nur einen großen für gelb und nur einen großen für grün. Das muss da aber noch hier an der Seite reingehen, ne? Genau. Was sind das hier für 5 Fässer? Ah, gucken wir, ob wir wenigstens noch eins reinbekommen. Auch wenn ich da jetzt nicht viel Hoffnung habe. Hier so an der Seite. Warum muss man es halt leeren? Kann ich jetzt auch nicht ändern. Na. Gucken wir mal, die 5 dort reinkriegen. Wenn wir es ordentlich machen und uns Mühe geben. Na komm, mach dich gerade so ungefähr. Ja, ich glaube, das wird nichts mit den 5, oder? Wenn man die das nächste Mal hochkant reinstellt. Ich meine, die Hälfte schon geschafft. Achso, hier ist noch ein Fass. Ah, jetzt kommt das Level, das hatten wir auch schon. Das werde ich dann auf jeden Fall auch wieder offscreen spielen. Na. Das ist ja blöd hier, ey. Dieses Gedrehe, das ist ja echt ätzend. In der Heizung würde ich persönlich eigentlich eher so im Schrott sehen, so eine alte. Ah gut, natürlich vom Metall her. Hey, was ist denn das? Ach komm, dann ist es, bleibt es halt liegen. Dann machen wir erstmal den Zug mal schnell ganz. Wie gesagt, wenn das außen ordentlich aussieht. Geht die Heizung da nicht rein? Kann ich es auch gleich wieder leer machen oder kann ich da oben drüber und dann kommt noch was leer. Bitte offen bleiben, danke. Nee, Schleifmaschine ist Unsinn. So, mal gucken, irgendwelche Fenster kaputt.
Warum muss ich denn jetzt hier immer das Werkzeug wechseln? Oh, das ist... Ja, machen wir eins nach dem anderen. So, jetzt können wir mit dem Schraubenzieher. Oder noch nicht, da haben wir noch was übersehen. So, okay, jetzt müsste alles sein. Mal aussteigen bitte und dann diesen Sack. Ja, einmal aussteigen bitte, danke. Und den Sack dann hier, wenn wir dran vorbeikommen. Da rein. So, jetzt geht's in den Tunnel. Licht an. Das ist hier Stahl, das kann ich nie mitnehmen. So, was haben wir denn hier? Satanistische Symbole. Damit haben sie es ein bisschen, das hat man schon in den anderen Level. Elektrische Ausrüstung 14 braucht der Raum. Hier ist noch mehr. Hier sind die Toiletten. Das sind so richtig schön versiffte Bahnhofstoiletten, die man scannt.